Ja, komm, auf jetzt. Ja, ich bin schon bereit. Könnt ihr mal bitte auch an dieser Blume da lecken? Dann kommen wir hier weiter. Was? Ich glaube, das sind Halluzinogene. Halluzinogene. Ach, hey. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft. Ah ja, oh, stimmt, stimmt. Ja, Kopf, oder? Das war's. Ich mag auch eine große Treppe haben. Große Treppen bedeuten Macht. Echt? Ja. Ich hab mal gehört, ein großer Kronleuchter bedeutet Macht. Und große Treppen. Wenn du den großen Kronleuchter jemand auf den Kopf haust, dann hast du auf jeden Fall Macht. Oh ja. Oder stell dir mal vor, du trägst so einen Kronleuchter als Röckchen. Das ist ja unbequem beim Sitzen, aber sieht schick aus. Hm. Das wäre mal ein Auftrittsoutfit. Oh ja. Ja, es wird mal Zeit, dass ich bekannter bin und solche abgefahrenen Sachen gesponsert bekomme. Aber mit echten Kerzen dann, ne? Ach so, nee, ich dachte mit so Lampen. Ist das dann Unterbodenbeleuchtung? Ja, doch, das haben wir doch letztes Mal geschafft, das Level. Ich glaube, wir sind abgemurkst. Dann sind wir gestorben alle. Also wir haben es schon geschafft, also zum Teil stimmt die Aussage. Ja, das stimmt. Ja. Hui, ich finde das so geil, dass man hier drauflaufen kann. Auf die Bubbele. Auf die Bubbele? Auf die Bubbele. Oh, ist das etwa ein Trüchen? Okay, ich möchte anmerken, dass du bis jetzt nicht gestorben bist. Das stimmt. Du hast viel gelernt. Ja. Au! Au, 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 ich sterbe! Liebke! Sackst du Sack. Beleb mich mal wieder, Marco. Würde ich gerne. Oh, das ist okay. Beleb mich mal wieder. Ding, das macht aber ziemlich viel Schaden. Ja, irgendwas auf dem Boden hat mich so gekillt. Irgendwie so Lava oder so. Oh mein Gott. Oh, aber jetzt kann ich endlich mal ins Handy hier. Ich bin schon die ganze Zeit hier am Linsen, ne? Ich habe irgendwie 1000 Nachrichten bekommen. Alter, wieso ist der Typ so stark da oben? Leute, lasst mal einen Podcast starten. Ja, bin ich dabei. Wir brauchen einen coolen Namen für den Podcast. Ehrenhaus. Wie wär's mit... Oh, geil! Das ist nice. Lass uns das Ehrenhaus nennen. Bitte? Warte was? Naja, warte was wäre auch witzig. Warte was, ein Ehrenhaus. Und dann geht's um irgendwelche komischen Sachen. Ja, aber dann denken die Leute tatsächlich, dass wir Vertreter eines Irrenhauses sind. Was aber eigentlich gar nicht so undumm wäre, weil wir haben schon mal einen scharfen Vogel und einen Dämon am Start. Also das ist schon ziemlich close dazu. Ziemlich crazy, ja. Ja. Und dann reden wir einfach über, weiß ich nicht, Omi-Unterwäsche oder so. Und dann kriegen wir auch so einen Podcast gefüllt und dann vielleicht auch ganz witzig. Und dann sponsern uns. Ja, war nur so ein Beispiel. Was haltet ihr von Omi-Unterhosen? Diese Pufferdinger. Was geht in deinem Kopf vor? Hässlich. Tatsächlich dachte ich gerade an Dragon Ball. Ah, okay. Und da gibt es so eine Szene, da wünscht er sich auch so eine rosane Unterhose mit Herzen. Und ich dachte immer, das wäre bestimmt eine witzige Oma-Unterhose. Weiß nicht, warum ich an Dragon Ball dachte. Wahrscheinlich wegen der Musik hier. Die ist schon so ein bisschen Dragon Ball. Dragon Ball habe ich nicht geguckt, weil ich es nicht wirklich. Naja, keine Ahnung. Dragon Ball habe ich nicht so gefeiert. Ich habe es auch erst sehr spät angeguckt. Weil Kevin sagt, ich muss das machen. Das ist Kult. Hab mir angeguckt, ja, dann war ich ab und zu verstört. Ich hab's echt nicht gefeiert. Ja, kann ich ein bisschen... Da, also dünnes Eis. Ich darf meine Meinung nicht offenkundigen, sonst werde ich hier von Twitch gebannt. Aber ich darf meine Meinung offenkundigen? Ja. Klar, jederzeit, Tim, jederzeit. Du hast ja mal ein Eier, ich nicht. Also, ja, schon... Ich habe tatsächlich mehr Eier, als du jemals haben wirst. Okay. Das ist halt mal so der ein bisschen andere Flex, weißt du? In welcher Hinsicht? Naja, ich habe mehr Eier als Überleg du. Überleg mal, Tim. Au. Aber ich werde dir jetzt garantiert keinen Bio-Unterricht geben, ne? Nein, das mal. Passt okay. Schon. Der menschliche Körper. Nicht notwendig, hab ich okay, gesagt. Okay. Bienchen und Blümchen. Wobei eher die Gebärmutter und die Eierstöcke. Ey, das klingt richtig ekelig. Ohne Witz, das klingt schon echt ein bisschen ekelig. Ich mochte noch nie die biologische Bezeichnung des menschlichen Körpers. Also ohne Witz. Ich finde, die Wörter sind einfach nicht geil. Also ich finde,
Das sollen sie auch nicht, sie sollen ja auch noch wissenschaftlich sein. Ja, ich rede jetzt nicht in sexueller Hinsicht, sondern ich hätte gerne irgendwie so witzige Sachen. Ich meine Bizeps, Trizeps, bla bla, Leber. Bizeps und Trizeps nicht schön, hallo? Ja, ich fände es witziger, wenn das Ding, weiß ich nicht, Posamucki und Wackelärmchen heißt. Weißt du, so ein, kennt ihr diese Wackelärmchen? Ja, wenn ihr so winkt und der untere Arm wubbelt so mit, weil man da eigentlich krass muskulös ist, nur wie in meinem Fall. Ich habe ja einen Bizeps und Trizeps wie kein anderer. Aber der wubbelt ja nicht mit, wenn du krass muskulös bist. Stimmt gar nicht. Mein Trizeps ist richtig geil ausgeprägt hier und wenn ich ihn nicht anspanne und meinen Arm schwubbel, dann schwubbelt das. Aber wenn ich ihn anspanne, dann sehe ich aus wie Rambo. Und er ist da Arnold Schwarzenegger neidisch tatsächlich. Tim, wir müssen beide weiter hoch. Ah, Micha wäre dabei. Bio Midway One wäre bestimmt lustig. Ja, bestimmt. Ich habe Insider-Tipps. Boah, jetzt brauche ich irgendwie schnell einen Fakt. Das wäre ein Spaß. Fakt. Wenn du deine Arme und Beine verkaufst, bekommst du mehr Geld, als wenn du dein Herz verkaufst. Und dein Gehirn. Gehirn ist sehr wenig wert. Ja, weil man Gehirn ja auch nicht transplantieren kann und Arme und Beine schon. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß den Kontext nicht mehr, warum wir gegoogelt haben, wie teuer das ist. Wahrscheinlich war ich verzweifelt und ich bin ein Künstler, aber ich weiß nicht mehr den Kontext. Auf jeden Fall haben wir mal geguckt, wie teuer sind eigentlich Organe. Und ich finde es so weird, dass du das ergoogeln kannst. Ne? Ich dachte, das wäre so Schwarzmarkt-Gruselsache, so richtig düsterer Shit, so ganz gefährliches, ja, dünnes Eis. Kannst du aber ergoogeln, kein Problem. Ja, googeln schon, aber verkaufen. Andere Leute haben das ja schon rausgefunden. Ah, kurze Frage. Wenn man nach dem Schwarzmarkt googelt, kommt man dann auf den Schwarzmarkt? Also ist das so einfach so? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich hab nie gemacht. Das ist Darknet, du musst einen Tor-Browser. Ja. Ein was? Ja. Ich will es nicht wissen. Es geht auf jeden Fall nicht so einfach, oder? Das reicht mir als Begründung. Man muss schon wahrscheinlich ein paar Schritte unternehmen. Oh, zum Glück, ey. Stell dir mal vor, ohne Witz, stell dir mal vor, du googelst aus Spaß irgendwas, keine Ahnung, goldene Bananen und auf einmal, buff, bist du im Schwarzmarkt, Polizei klingelt bei dir und denkst so, was zur Hölle? Ah, okay, gut, weil ich möchte nicht in den Schwarzmarkt. Aber also, es ist erschreckend einfach. Was? Will ich gar nicht wissen. Das ist halt ein eigenes Internet quasi. Und wenn du dich da dran verbindest, dann bist du halt da dran. Oh nein, auf keinen Fall. Ich war, okay, ich muss sagen, ich war noch nie im Darknet. Ich möchte auch nicht ins Darknet, okay. Keine Ahnung, ich glaube, das willst du nicht. Nee. Will ich auch gar nicht. Einfach so aus Versehen rein. Ja, das ist gut, weil mir passieren nicht dumme Sachen aus Versehen. Nee, aus Versehen kannst du es nicht, aber es ist einfach. Ich habe zum Beispiel gerade eine E-Mail bekommen, dass ich 2 Millionen Euro als Spende gewonnen habe. Ja, das ist legitim. Aber ohne Nigerischer Prinz. Ich habe schon geguckt. Ich glaube, das ist dann echt. Allerdings sind die. Aber die ganzen Üs sind Fragezeichen, deswegen habe ich es dann doch mal gelöscht. Warte, ich guck mal meinen Spam an, ne? Ich weiß nicht wieso, aber ich kriege wirklich die übelsten Spam-Sachen. Was haben wir denn hier? Kardiologie, richtige Behandlung für Bluthochdruck. Ja, Hondrofrost, Gelenkschmerzen loswerden. Keto-Diet, sicherer Gewichtsverlust. Jojo Peng. Gut, das lese ich nicht vor. Das pengt. Ich empfehle echt eine Gmail, weil da bekommst du gar keine Spams. Ich habe noch nie eine Spam bekommen. Ja, Google macht das ziemlich gut tatsächlich mit dem Filtern. Boah, sollte ich mal wechseln, weil ich habe noch meine ganz alte AOL, die ich damals hatte, als ich 16 war oder jünger. Ja, die haben halt gar nichts. Erinnert ihr euch an eure allererste E-Mail? Ja, Hand aufs Herz. Ich hatte eine 1&1 E-Mail. Ja, du bist ja auch noch jung, ne? 1&1 gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst hatte. Ich glaube, doch, T-Online hatte ich zuerst. Damals durch Internetanbieter. Ja. Quasi hat mein Vater einfach für jeden von uns eine E-Mail-Adresse gemacht. Oh, das ist ja sweet von deinem Papa. Und danach eine Hotmail. Okay, Hand aufs Herz. Ja. Eure erste selbsternannte E-Mail. Wie habt ihr sie genannt? Vorname, Punkt, Nachname. Wirklich? Ja, ja. Ja gut, dann haltet euch fest, ihr werdet nie rausfinden, wie ich geheißen habe. Pink Butterfly. XX. Warum? Da weiß zumindest niemand, dass du das bist. Ja, ich hatte früher die Abneigung gegen Pink nicht so stark wie jetzt mittlerweile. Ich war schon früher so profitiert. Pink Butterfly. Du hattest Fnatic. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Hä, für Darknet brauchst du eine Zwiebel? Ohne Zwiebel geht da gar nichts? Ja. Verstehe ich nicht. Ja, das ist der Onion. Also die Webseiten sind nicht .de oder .de. Warum weiß das einfach jeder von euch und ich weiß gar nicht? Warum wisst ihr solche fiesen Sachen? Das ist gefährlich, Leute. Eigentlich, das Darknet wurde nicht dafür konzipiert, um fies zu sein oder um irgendwelche illegalen Sachen zu machen. Das Darknet wurde konzipiert, um eigentlich anonym Daten auszutauschen für Journalisten und so, die aus Ländern kommen. Geheimdienste tatsächlich. Echt? Darknet ist für Geheimdienste, also gar nichts Schlimmes. Das FBI hat das damals erfunden. Ja, aber das wurde auch dafür konzipiert, dass so Journalisten und so, die in einem Land leben, die da, wo es halt keine Meinungsfreiheit gibt, dass die halt ihre Meinung äußern können und auch eine journalistische Berichte veröffentlichen können. Ah. Okay. Weil du halt anonym bist und anonym hast du dann auf einmal deine Meinungsfreiheit wieder. Verstehe. Eigentlich konzipiert, aber das ist halt aus dem Ruder oder so. Das ist halt, oder wird das anders gewusst? Verstehe. Immer noch auch dafür, also, ne? Darknet ist so, weil es die Menschen so gemacht haben. Ich glaube, wir müssen weiter, ne? Ja. Ach ja, okay. Verstehe. Das Ding wäre krass. War ja auch jahrelang mein Gamertag. Ach so, lol. Ja, Ich hab Pink Butterfly, aber ich hatte tatsächlich keinen Charakter so genannt. Das war nur eine ganz kurze Phase, weil ich wusste nicht, wie ich mich benennen soll. Ich war wirklich jung, 15 oder so. Und ich habe geguckt, was so die Leute, die ich kenne, genommen haben. Und mir fiel nichts ein. Das war schon ziemlich bescheuert. Ja, und danach habe ich mich mit Lemonade genannt. Das war ziemlich aktuell danach, also sehr kurz, innerhalb von 2-3 Wochen oder so. Und mit Lemonade war ja früher mein 16-jähriger Name in Games. Mad Lemonade. Ist das nicht cute? Also ich meine, das war schon... Ja, ja. Aber auch nur, weil Sweet Lemonade vergeben war. Ich wollte mich wegen Amazing Horse immer Sweet Lemonade nennen. Aber Sweet Lemonade war immer vergeben. Also war ich immer Mad Lemonade. Weil ich war mad, dass Sweet Lemonade vergeben war. Finde ich sehr witzig. Mad Lemonade witziger finde als Sweet Lemonade. Finde ich auch. Ich war schon als Kind ein Scherzkeks, ne? Also witzig, ne? Aber wenn was bei mir zuletzt stirbt, ist das mein großartiger Humor. Hat einer von euch ICQ oder MSN Messenger? Ja, natürlich hatte ich ICQ. Ja, ich hatte ICQ und ich hatte SchülerVZ. Oh, SchülerVZ hatte ich auch. Ja. War witzig. Da gab's ihr wart ja auch in so beschissenen Gruppen wie das ist die Gruppe für coole Skater oder so. Reden wir mal bitte nicht über die Gruppen, die wir gejoint sind in unserer Jugend. Aber oder wo man noch... Ich finde schade, dass SchülerVZ irgendwie... ist ja... Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, SchülerVZ, ich war so jung, da möchte man einfach nicht mehr gucken, was man früher gemacht hat. Es gibt Sachen, das will man nicht wissen. Nee, aber... Nee. Ich fand's als... Ich war ja Schüler, als es dann down gegangen ist. Ja. Ich fand's eigentlich schön. Es war spannend, dass es einfach mal weg war. Aber du hattest auch keine peinliche Jugend. Ich hatte eine peinliche Jugend. Ich war Weißt du, wenn ich jetzt in die Zeit zurückdingsen könnte und ich würde mein jüngeres Ich sehen, ich würde einfach mit wachsender Begeisterung mir so dermaßen in die Fresse schlagen, sagen, Alter, reiß dich mal zusammen. Sag mal, hab mal Eier. Sag mal ein bisschen... Denk mal nach, bevor du was machst. Ich hätte gesagt, fang früh mit Sport an. Oh Gott, ja, aber klar. Wärst für dein damaliges Ich so motiviert gewesen, dass du wahrscheinlich den Sport komplett aufgegeben hättest, weil das einfach nicht normal ist, wie motiviert du bist. Wahrscheinlich hättest du deinem früheren Ich gesagt, date Sascha Huber, solange es noch geht. Ja, solange er noch in keiner Beziehung ist. Der richtige Antwort wäre nein gewesen, aber auch okay. Auch okay. Auch okay. Wieder Marc. Nein, ich bin gestorben, diese Bodenwelt. Marco, du regelst das. Und Dopsa, Marco, du regelst das. Und Dopsa, Marco, du regelst das. Eigentlich regelst Dopsa. Marco, du stirbst, nicht runterfallen. Nein, hallo? Ich stirb doch nicht. Aber das Ding putzt einen mal weg hier. Boah, aber diese Bodenwellen. Dopsa schreibt, finde ich sehr sympathisch. Würde mich auch übelst verkloppen. Ist so, oder? Ich meine,
wenn was ganz weit oben ist, dann ist das, ich bereue meine Vergabe. Marco, nicht da runterfallen. Oh, Marco, du sollst überleben. Danke sehr. Alles gut. Aber wenn ich was bereue, ist das mein jüngeres Ich. Ich meine, ich habe so dumme Sachen. Wie cool ich als Kind sein wollte, ne? Was für dumme Sachen ich gemacht habe dafür. Ganzer Winter mit Chucks durchgelaufen, ne? Chucks! Chucks, das ist Stoff. Ich bin quasi barfuß den ganzen Winter gelaufen. Ich tue aber irgendwie nichts. Gott. Oh, und ich wollte mal cool sein. Ich hatte ein, oh, das lustigerweise auch ein pinkes Shirt bekommen. Das habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Mit so einem kleinen Teufelchen drauf. Das Ding ist so ein Basketballer-Top gewesen. So mit Ärmelchen frei und Schulterdinger. Und ich sah aus wie der übelste, was weiß ich, keine Ahnung. Einfach nur peinlich. Und immer als ich das anhatte, habe ich mich benommen wie so ein, wie ich mir vorgestellt habe, ein cooler Basketballspieler zu sein. Weißt du, ich habe so, ja, Mann, gesagt und... So, yeah, Digga. Nee, Digga nicht, das gab's früher noch nicht. Aber so eine Art. Und ich verstehe nicht, wieso habe ich das getan? Wieso habe ich mich verstellt, weil ich ein komisches Basketball-Shirt anhatte? Das ist doch dumm. Richtig peinlich. Oh ja, und ich war damals, ich war ja Gothic. So als Jugendlicher und so weiter. Und ich war schon immer in der schwarzen Phase. Ich mochte das immer so gerne, so auch so Stachelkrams und was weiß ich, schwarze Klamotten und so weiter. Und ich hatte immer Regenbogensocken an. Und ich fand das immer so cool, ne? Ich bin so ein Rebell, sogar bei den Gothics muss ich immer so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und ich weiß noch, ich habe immer so richtig psycho alle Leute angeguckt. Ich weiß gar nicht wieso, ich wollte einfach immer meine Ruhe haben und habe immer Musik gehört. Ich habe dann so extra psycho geguckt und mein extra psycho, ich meine, ich bin eine kleine, süße, optische Frau. Ne? Ich bin überhaupt nicht süß, aber ich sehe so ein bisschen so aus, auf jeden Fall als Kind. Und dann habe ich immer mit meinem Psychoblick so Leute angestarrt, ne? Was einfach aussah wie der letzte Trottel. Du hast mich einfach nicht ernst nehmen können. Oh, und ich hatte so eine Ponyphase. Spawnen wir jetzt bei dem Kampf nicht, oder? Ne, wir können nicht spawnen, wir können nur zugucken. Ja. Wir gucken, wie Markus verkackt. Oh, das ist so schlimm. Wait, Kotho. Ja, das war ich, Mann. Ich war schwarz wie die Nacht. Meine Seele ist immer noch schwarz. Also das hat sich nie verändert. Ich habe auch immer so einen Hang zum Düsteren. Also, ja. Ja. Ich mochte das immer gerne. Also, du bist gut so, wie du bist. Finde ich auch. Ja. Vor allen Dingen, meine Eltern fanden meine Gothic-Phase nicht so geil, ne? Aber das hat mich nur motiviert, noch mehr Gothic zu sein. Kein Scheiß. Ja, ich trage so lange schwarz, was Dunkleres erfindet. An sich ja, aber irgendwann hatte ich auch Bock auf Farben. Irgendwann wollte ich dann auch ausflippen, crazy sein. Irgendwann war ich so happy mit dem, was ich war, aber ja. Ich finde tatsächlich einfach Grautöne geil. Grau, schwarz, Weißtöne. Ja, das erkennt man an deinen weißen Schüchen immer. Oder blau. Weißen Söckchen. Blau ist auch geil. Oder braun. Ich mag ja, alles, was extravagant ist, plus Stacheln, plus Radar, glaube ich. Süßchen in Ruhe, ey. Deine Schüchen, ein cute Schüchen. Wirf mal dein Q, Marco. Blups. Ja, backseaten. Hey, ja, wir sehen nicht die ganze Zeit. Ja. Bin ich am backseaten, ich bin hier dein Coach, Mann. Was soll man sonst machen, Marco, wenn man tot ist? Ja, Mann. Ich hätte mal überleben können. Ja, du hättest uns auch mal wiederbeleben können, so Egoist. Bodenschockteil und dann war und dann hat ja, ich war auch der Bodenschock. Ich bin auch wegen Bodenschocki gestorben. Marco, beleb uns mal wieder. Ehrlich. Ja. Und als Künstler was zu tagen, muss man nicht komplett am Arsch sein, aber ein bisschen Blickkontakt zum Abgrund muss schon sein. Ist ein Motto für mich. Das stimmt, aber Blickkontakt zum Abgrund ist witzig. Ich hänge immer so mit dem kleinen Finger noch an der Kante tatsächlich. So mit dem linken Nagel hänge ich noch an der Kante. Oh ja. Ja. Boah. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Wie tief doch mein persönlicher Abgrund ist, also so mental. Huh. Deswegen hört meine Musik, dann passiert ja, das nicht. Geht alles wieder gut. Das stimmt. Dann dein tiefer Abgrund höher. Bitte? Oder schiebt eine Feuerbrille. Ob der besser wird oder ob der besser ist? Besser wird. Dort. Och, Marco, du hattest nur einen Job, nicht sterben. Nur einen Job. Du wurdest von dem Planeten getötet, steht da. Ja. Aber du hast es sehr gut gemacht. So, wer hat am meisten Schaden gemacht? Ich habe gar keinen Schaden gemacht, oder? Ich war einfach nicht da. Ich habe nur gelabert. Ich habe wirklich keinen Schaden gemacht. Ich war einfach gar nicht existent. Ich habe am meisten Schaden gemacht. Oh nice, ich bin stolz auf dich. Cool. Dopsa schreibt, mach mich mal ab ins Bettchen. Wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dopsa, schlaf schön.
Träum was Süßes. Lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Auf Englisch. Don't let the bed bugs bite you. Das finde ich so witzig. Es sind so viele B's, ne? Es sind so viele B's in einem Ding. Es ist so hübsch. Hübsch. Bed bugs bite you. Bed bugs. So. Könnt ihr auch mal bed bugs sagen? Das klingt so witzig, das Wort. Bed bugs. Oh, ich habe neuen Charakter. Oh. Geil. Ich hatte, ja. Geil, der ist neu. Tui ist eine Frau, ne? Guck mal, ich hab Möbbis. Alter, ich hab heute so viele Errungenschaften freigeschaltet. Hast du? Heute, ja. Kannst du stolz auf dich sein, Mann. Ja. Du hast auch eine Errungenschaft bei uns freigeschaltet. Das sowieso, Tim. Als Überlebensmeister. Ja. Als Überlebensmeister? Überlebensmeister. Schafe. Ja. Du bist, ja, der Meister der Schafe. Ja, ich bin der Schafboss. Finde ich irgendwie witzig. Stell mir so vor, so also du im Schafskostüm in so einer kleinen Herde da vor dir, die einfach die ganze Zeit zujubelt, ne? Voll geil. Interessant, was du dir so alles vorstellst. Tja, etwas muss ich ja können, ne? Vorstellungskraft ganz oben. Ja, das stimmt, dass du irgendwas können musst. Ja, wenn das echte Leben nicht läuft, dann träumt man halt sich sein Leben zusammen. Das kann ich gut. Das ist, ja, hat was. Hm,